Herzlich willkommen zu meiner Wochenvorschau mit dem Tarot und meinem Wochentaroskop, das inzwischen sich als wöchentliche Institution jeden Sonntag etabliert hat. Heute nochmal aus der Konserve, denn während du dir das hier heute ansiehst, falls du es am Sonntag dir ansiehst, da sitze ich gerade mit einigen Leuten zusammen und unterrichte das Kartenlegen zusammen mit den anderen 50% der Mantikern mit Roé. Wenn du an so etwas auch interessiert hast, wenn du gerne selbst die Karten lernen möchtest, unser nächster Kurs wird wieder im April stattfinden, ist noch etwas länger hin, aber ich dachte, ich mache hier mal kurz diese Werbeeinblendung für unsere Arbeit. Tja, wie üblich ziehe ich Karten. Du siehst, hier liegt schon eine Karte bereit. Ich habe mich entschieden, heute mal nicht mit Carrie Paris Tarot zu arbeiten, sondern mal etwas anderes zu nehmen. Und zwar habe ich die Karte der Woche aus dem sehr schönen Lenormand von Rana George gezogen, worüber wir auch unbedingt noch mal ein Live-Video machen müssen. Ja. Und die Karten selbst werde ich heute ziehen mit dem sehr interessanten Modern Witch Tarot von Lisa Stirl oder Liza Stirl. Ich habe auch schon zu diesem Tarot ein Video gemacht. Und du kannst dir dieses Tarot inzwischen auch auf Deutsch kaufen. Es ist beim Königsfurt Urania Verlag erschienen. Vielleicht begeistert es dich ja heute, wenn ich damit die Karten ziehen werde. Und alles Weitere kannst du über dieses Deck dann in dem dazugehörigen Video von mir und Franz erfahren. Jetzt aber auf zum Wochentaroskop. Ja, die Qualität dieser Woche ist, dass wir tiefer in die Nacht einsteigen. Wir laufen jetzt ja in dieser Woche auf das berühmte Halloween zu, das die Alten auch als Samhain feierten oder das im christlichen Glauben mit dem Feiertag Allerheiligen besetzt ist. Und findet jetzt an diesem Wochenende statt, am 31. Das ist ein Samstag, am 31. Oktober, am 1. November, dem Sonntag darauf, ist dann das christliche Fest. Und interessanterweise findet genau am 31. Oktober dann auch noch ein intensiver Vollmond statt, Vollmond im Stier. Die Sonne steht dann, der Mond steht dann gegenüber dem Zeichen Skorpion, durch das jetzt gerade die Sonne reißt. Seit dem 23. Oktober sind wir in der Skorpionszeit. Ja, und das andere, was auch noch interessant ist, wir haben ja jetzt schon seit einiger Zeit wieder rückläufigen Merkur und der ist im Skorpion losgegangen. Am 28. Oktober wird er dann vom Skorpion nochmal zurück in die Waage gehen. Das ist natürlich besonders für Skorpione und Wagen unter euch interessant. Überprüft mal, ob sich da was energetisch für euch verändert, wenn ihr wenn der Merkur dann in die Waage geht. Es sollte ein wenig weniger stachelig werden und vielleicht etwas freundlicher, diplomatischer. Das heißt aber nicht, dass es deswegen wahrer wird als das, was der Skorpion zu sagen hat. Ja, und damit komme ich jetzt zu der Karte, die ich gezogen habe für die Woche aus dem Lenormand von Rana George. Ihr seht hier, es ist der Turm. Im Lenormand hat der Turm eine andere Bedeutung als im Tarot. Da ist es ja immer die Karte des Aufbruchs, der Erleuchtung, der Erkenntnisse, die auch durchaus sehr wackelig sein können. Ich meine, diesen Turm haben wir jetzt auch gerade wieder, aber im Lenormand ist es eher eine standfeste, ein Fels in der Brandung, der durch den Turm gekennzeichnet wird, der mir jetzt persönlich sagt, ja, bleibt einfach bei euren Standpunkten im Augenblick. Versucht nicht so sehr, andere zu bekehren gerade. Vielleicht bleibt auch weiter daheim, wenn das für euch möglich ist. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass ihr Partys feiert oder sonst etwas. Ich denke nur, dass es zum jetzigen Zeitpunkt gut tut, wirklich innerlich sich nochmal gerade zu richten. Wohin soll denn die Reise für mich gehen, persönlich auch für 2021? Da sollten wir uns langsam darauf vorbereiten, was dann kommt. Ich hatte es ja bereits erwähnt, wir nähern uns immer mehr der Energie des Wassermanns, die ab Ende Dezember einsetzt. Und es ist derzeit nicht notwendig, wild durch die Gegend zu springen. Meditation
Ruhe, Gelassenheit und ja, die Verbindung mit den Menschen, die euch wirklich, wirklich etwas bedeuten, sind jetzt viel wichtiger als alles andere. Und das ist meine Nachricht für euch für die kommende Woche. Nun gehe ich wie üblich durch alle Tierkreiszeichen und fange da natürlich wieder mit dem Stier an. Und dabei fällt mir ein, dass ich meine Triangel noch testen muss. Sie funktioniert, wie ihr sehen könnt. Ich nehme jetzt die tollen Karten. Ich spreche in letzter Zeit zu viel Englisch eindeutig. Ich nehme jetzt die schönen Karten von Lysa Stirl, dem Modern Witch Tarot. Ich mische sie und werde gleich mal sehen, was für den Widder in der kommenden Woche interessant ist. Ja, na gut. Für den Widder. Moment, ich muss noch mal die Triangel läuten. Ja, lieber Widder, für dich habe ich in dieser Woche einen Trumpf gezogen. Das hängt sicher weiterhin damit zusammen, dass Mars immer noch rückläufig ist in deinem Zeichen. Mars liebt ja dich, lieber Widder, und du liebst den Mars. Aber so ein bisschen immer auf der angezogenen Handbremse zu fahren, das kann jetzt auf die Dauer doch immer anstrengender werden. Noch dazu, wo Merkur, wie ich bereits erwähnte, wenn du das noch nicht gehört hast, schau dir nochmal meinen Wochenüberblick ganz vorne an. Ja, der wird am 28. Oktober wieder zurück in die Waage gehen. Und das bedeutet für dich, dass das besonders stark dann auch mit in dir arbeitet. Denn die Waage ist dein Gegenzeichen. Für dich bedeutet der Teufel in diesem Jahr, Verzeihung, in dieser Woche, dass du besonders aufpassen musst, wie klar du deine Wünsche kommunizierst, dass du aufpassen musst, dass niemand dich übervorteilen will in der kommenden Woche und dass du wirklich darauf achtest, inwiefern andere Menschen ja dich bedrängen, wo du gegensetzen solltest. Der Teufel ist immer ein Hinweis darauf, dass ich mich in Abhängigkeiten verhakele. Schau, was deine Abhängigkeiten sind, ob das im privaten Bereich ist oder im beruflichen, und bemühe dich, da ja Land zu gewinnen und gegenzuhalten. Das ist wirklich das Einzige, was beim Teufel hilft. Anstatt sich kleiner zu machen, ängstlicher zu werden, klein beizugeben bei den Themen, die dir gerade wichtig sind, gehe dagegen. Das sollte dir als Widder eigentlich nicht schwerfallen, aber unter den Aspekten, die gerade bei dir arbeiten, könnte das ein Problem sein. Doch jetzt ist eine sehr gute Woche, um herauszufinden, ja, welche Abhängigkeiten das genau sind. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass wir ja in dieser Woche Samhain, Halloween haben, ja, dann sagt der Teufel natürlich auch, dass du dir ein besonders schönes teuflisches Kostüm aussuchen kannst, um dann ja, unter allen Vorsichtsmaßnahmen und diesmal ganz gewollt mit Maske durch die Straßen zu ziehen. Dies ist meine Nachricht für dich, lieber Widder. In der kommenden Woche habe ich für den Stier jetzt natürlich auch eine Nachricht und die hört der Stier jetzt. Hui, fällt gleich runter die ganze Energie. Ja, der Ritter der Stäbe möchte dich in der kommenden Woche begleiten, lieber Stier. Uranus, der ja seit einigen Jahren sollte ich sagen, durch dein Zeichen geht, der ist zwar immer noch im Rückwärtsgang und wird das auch noch in diesem Jahr dabei belassen, aber wie du siehst, bist du dazu aufgefordert, jetzt langsam wieder aktiv zu werden. Es war genug des Faulenzens in den letzten Wochen, des Ausruhens, des Überdenkens deiner Pläne. Nun sollst du wieder dich für etwas engagieren. Das macht total Sinn, denn ich erwähnte es ja bereits, wir haben diese Woche den Vollmond im Stier gegenüber Skorpion sehr intensiv. Also arbeite darauf hin, dass du bis zum 31. Oktober, kann man sich gut merken, denn danach beginnt der November, dass du bis dahin deine Pläne nochmal richtig gerade rückst und dann aktiv losreitest und dir holst, was du haben möchtest. Da kann dir sich der Widder einiges von dir abgucken, gerade wie ich finde. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Manchmal kommt bei dem Ritter der Stäbe sogar auch jemand auf dich zugeritten. Dann überlege dir, ob du da dich leidenschaftlich auf etwas einlassen willst mit dieser Person
Oder aber lieber sagst, nein, danke, such dir deine nächste Damsel. Und das, mein lieber Stier, ist meine Nachricht für dich für die kommende Woche. Nach dem Stier kommt bekanntlich immer die Zwillinge dran, kommen die Zwillinge dran. Und meine Karte für die Zwillinge ist auch wieder eine Stabkarte, die Königin der Stäbe. Ja, wir haben ja gerade den Ritter der Stäbe für den Stier kennengelernt. Die Königin der Stäbe ist natürlich auch genauso feurig und leidenschaftlich wie der Ritter der Stäbe das ist. Aber sie bleibt ruhig auf ihrem Thron sitzen, gelassen und sorgt dafür, dass die Dinge, die sie haben möchte, die Menschen, die sie anziehen möchte, zu ihr kommen. Sie bewegt sich dafür gar nicht von ihrem Thron. Sie schickt vielleicht ihre erotische Katze los. Ja, aber ansonsten macht sie nicht viel. Bezüglich Samhain Halloween ist die Königin der Stäbe auch ein gutes Zeichen dafür, dass du als Hexe richtig gut unterwegs sein kannst, wenn dir so etwas Spaß macht. Denn in manchen Tarots wird sie sogar als Hexe dargestellt. Sie ist die willensstärkste aller Königinnen im Tarot. Und auch das kann dir in dieser Woche helfen. Vielleicht möchtest du jemanden von etwas überzeugen. Dann hast du jetzt eine perfekte Gelegenheit dafür. Tue das, sei standhaft und ja, gehe einfach auf die Leute zu mit den Dingen, die du gerne machen möchtest. Und dann wird das eine tolle Woche für dich. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht so viel zu dieser Karte für dich zu sagen. Und daher ist das meine Nachricht für dich. Lieber Zwilling. Als nächstes stehen die Krebse auf dem Programm. Und für die Krebse habe ich auch wieder eine interessante Karte gezogen, nämlich die 10 der Stäbe. Mann, oh Mann, da war ich gerade wirklich etwas zu sehr schon in der Stabenergie. Ich meine natürlich die 10 der Münzen. Das passt auch viel besser zu dir, lieber Krebs, denn die 10 der Münzen, das hat immer mit Familie zu tun, mit Umstrukturierungen in der Familie. Und vielleicht ist das ja gerade ein Thema für dich. Es kann sein, dass du selbst denkst, umzuziehen, dass Menschen aus deiner Familie umziehen wollen, dass sich die Familiendynamiken verändern. Es kann was mit den Generationen zu tun haben. Auf jeden Fall ist es meistens eine Wendung zum Besseren, denn die Karte hat auch den tollen Untertitel Reichtum. Vielleicht geht es für dich einfach auch darum, in Sachen Arbeit in einer Form eine Beförderung anzustreben oder aber ja eine Gehaltserhöhung. Das ist ein sehr gutes Omen, wenn man sich diese Karte ansieht. Da wirst du wahrscheinlich Erfolg mit haben. Nimm dir das vor. Sieht gut für dich aus. Ich hatte ja auch schon in den letzten Videos immer wieder erwähnt, dass der Krebs durch die viele Energie, die jetzt immer noch im Steinbock ist, stark in Mitleidenschaft, könnte man sagen, gezogen wird. Die 10 der Münze ist dafür ein Hinweis, dass du jetzt in den nächsten Wochen, nicht nur in der kommenden, die Gelegenheit hast, nochmal ordentlich am Rad zu drehen, wenn es um materielle Dinge geht, damit du dann ab Ende Dezember besser dastehst. Schau noch mal zurück, was hast du in den letzten Jahren beruflich, familiär gelernt? Was kannst du verändern, um dein Leben einfach schöner und befriedigender zu machen? Setze diese Dinge um und dann liegst du genau richtig. Das, mein lieber Krebs, ist meine Nachricht für dich. Ja, die nächste Karte ist dem Löwen gewidmet. Und für den Löwen habe ich auch eine Münzkarte gezogen, nämlich das Ass der Münzen. Ja, für dich bedeutet das, vielleicht schaust du dir nochmal an, was ich gerade über den Krebs gesagt habe, lieber Löwe. Für dich bedeutet das, dass du eigentlich schon Umstrukturierungen in deinem materiellen Leben vorgenommen hast und jetzt aufgefordert bist, etwas Neues zu starten, dich da hineinzuwerfen und dann ist das Versprechen, dass da auch was draus wird. Das kann eine neue Tätigkeit sein, das kann die Gründung einer Selbstständigkeit sein, das kann die Geburt eines Kindes oder eines Projektes sein. Das Ass der Münzen verspricht dir Erfolg, wenn du jetzt investierst in etwas, was sich wirklich lohnt für dich. Ja, und ich finde, das ist sowieso jetzt gerade eine Zeit, in der wir alle in etwas investieren sollten, an das wir ganz fest glauben.
um die Fackel hochzuhalten, damit wir einfach wieder schöne Zeiten haben. Und du könntest da als natürliche Autorität, lieber Löwe, natürlich mit besten Gedanken vorangehen. Und das ist meine Nachricht für dich. Nach dem Löwen, es ist ein bisschen schwierig heute, tut mir leid, es ist der rückläufige Merkur. Nach dem Löwen kommt die Jungfrau an die Reihe. Und ich habe bisher heute nur Münzen und Stäbe gezogen und eine Trumpfkarte. Für die Jungfrau habe ich die 7 der Stäbe gezogen. Sieht sie nicht schick aus, diese Jungfrau, die wir da abgebildet bekommen? Die hat doch auch was Hexisches, passt hervorragend wieder zu Samhain Halloween. Du, liebe Jungfrau, bist in dieser Woche aufgefordert, dich nochmal ordentlich durchzusetzen. Da gibt es etwas, was du wirklich haben willst, für was du dich einsetzt, für das du kämpfen möchtest. Und da wird dir jetzt gerade nichts geschenkt. Du musst tapfer sein und gegenhalten, wenn jemand da dich angreift oder dich in irgendeiner Weise nicht unterstützt. Gehe davon aus, dass du im Augenblick ein bisschen alleine dastehst mit den Dingen, die du erreichen willst. Aber das ist gut so, denn dadurch erkennst du, wie stark du bist, wie gut du kämpfen kannst für die Dinge, die dir wichtig sind. Und deswegen halte durch. Es lohnt sich total. Alles, was du dir jetzt erkämpfst, erstreitest, das wird auch im Jahr 2021 Früchte tragen. Also gib Gas und genieße es, dass du eine streitbare Jungfrau, sagen wir mal, eine Amazone sein kannst in der kommenden Woche. Und das ist meine Nachricht für dich. Nun ist auch schon die Waage dran. Und für die Waage, ah, wie spannend, habe ich den Magier oder sollte ich sagen, die Magierin gezogen. Ja, ich habe es bereits am Anfang dieses Videos erwähnt, liebe Waage. Falls du das noch nicht gesehen hast, schau dir noch mal ganz den Anfang dieses Videos an. Der Magier ist mit dem Merkur verbunden nach der Verbindung von Tarot und Astrologie. Ja, und dieser Merkur, der Planet Merkur, der reist am 28. Oktober vom Skorpion noch einmal zurück in dein Zeichen, liebe Waage. Und du kannst damit rechnen, dass Dinge auf dem Tisch kommen, die du vielleicht dachtest, dass sie schon bereinigt sind, geklärt sind, oder Dinge, bei denen du darauf wartest, dass Informationen jetzt endlich mal kommen und die lange stagniert haben. Das kann wahrscheinlich aus diesem letzten Jahr sein. Ich würde aber sogar sagen, es geht noch bis November letzten Jahres zurück. Und damit ist zu rechnen. Ansonsten sagt der Magier, loslassen, was jetzt nicht mehr funktioniert, rausgehen, nach vorne gehen, kommunizieren mit neuen Menschen, Netzwerken und einfach schauen, die vielen Ideen, die in dir arbeiten, eine herausnehmen und damit anfangen, sie tatsächlich auch umsetzen. Das ist ganz wichtig für dich und ich habe hierbei schon vielen Zeichen inzwischen das Thema Neuanfang, Durchsetzen, nach vorne gehen. Das betrifft dich noch viel mehr als alle anderen Zeichen, denn für dich habe ich neben dem Widder erst die zweite Trumpfkarte in dieser Woche gezogen. Tolle Karte, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, diese umzusetzen in der kommenden Woche. Und damit bin ich fertig mit der Waage. Nach der Waage kommt der Skorpion, das Geburtstagskind der Woche. Außerdem noch bis zum 28. oder sagen wir 27. Oktober abends ist immer noch der rückläufige Merkur in deinem Zeichen. Und diese Karte, die ich gleich umdrehen werde, habe ich für dich gezogen. Ja, lieber Skorpion, die 3 der Stäbe, schon wieder eine Stabkarte, habe ich für dich gezogen. Meine wirklich persönliche Lieblingskarte. Ich mag auch das Kleid, was die Frau da anhat. Die 3 der Stäbe hat den schönen Untertitel Tugend. Und genau das ist, was du ermutigt wirst, in dieser Woche umzusetzen. Wofür schlägt dein Herz? Was ist deine ganz persönliche Wahrheit? Wo möchtest du keine Kompromisse machen? Das solltest du dir in dieser Woche überlegen. Ich meine, ein Skorpion macht sowieso nicht gerne Kompromisse, aber hey,
Manchmal müssen wir das doch tun. In der kommenden Woche bist du aber dazu aufgefordert, vielleicht auch durch Erkenntnisse, die du hattest, als jetzt der Merkur rückläufig durch dein Zeichen gewandert ist und weil deine Geburtstagswoche ist und du dir vielleicht vornimmst, im kommenden Jahr etwas wirklich Spannendes für dich zu erledigen. Jedenfalls bist du jetzt dazu aufgefordert, kompromisslos nach vorne zu gehen, deine Träume anzuvisieren, zu visualisieren und sie dir dann zu holen. Dein Motto zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Motto, was dir wahrscheinlich bekannt ist, was ich aber finde, was du nicht immer umsetzen solltest. Wer jetzt nicht für mich ist, ist gegen mich. Danach solltest du in der kommenden Woche handeln und das bedeutet natürlich auch radikal auszusortieren, wenn jemand dir signalisiert, nein, da mache ich nicht mit. Das Versprechen bei der Drei der Stäbe ist immer, dass du am Ende das bekommst, was du haben möchtest. Und am Ende, falls du jetzt auf Menschen verzichten musst, die dir lange etwas bedeutet haben, am Ende sich neue Menschen wieder zu dir gesellen, die deine Träume teilen. Tolle Karte für dich. Ich wünsche dir eine wunderschöne Geburtstagszeit und natürlich ein fantastisches Halloween-Fest, Samhain-Fest. Denke daran, am 31. Oktober ist dann auch noch Vollmond im Stier, ein intensiver Vollmond, der natürlich auch mit dir ganz viel zu tun hat. Ich wünsche dir einfach eine tolle Zeit. Das war meine Nachricht für den Skorpion. Was kommt nach dem Skorpion? Natürlich der Schütze, den ich natürlich nicht vergessen möchte. Und da ziehe ich jetzt gleich auch wieder eine Karte, lieber Schütze. Du kannst es sicher kaum aushalten, das neunte Zeichen zu sein, wo du doch immer so neugierig bist. Und nun kommt meine Karte für dich. Ich habe es gerade gesagt, das neunte Zeichen. Ich habe für dich die neun der Kelche, die erste Kelchkarte in dieser Woche für dich gezogen. Das sagt mir, lieber Schütze, dass du so ziemlich als einziger bisher die Erlaubnis hast, alle Viere von dir zu strecken, dich ein bisschen auszuruhen. Klar, so langsam bahnt sich auch deine Geburtstagszeit ab, an, aber jetzt in der Skorpionszeit, wo die Dinge in die Dunkelheit gehen, wo das Sterben der von Dingen wie dem Sommer ja ein Thema ist. In dieser Zeit legst du dich besser hin, träumst von den tollen Dingen, die dann in deiner Geburtstagszeit wieder auferstehen, wenn du wieder das Licht in die Welt tragen wirst und genießt ein wenig, was immer es gerade in deinem Leben zu genießen gibt. Die Neun der Kelche sagt auch immer, dass du bei emotionalen Themen, die dich gerade beschäftigen, am Ende einer Situation angekommen bist und du tust gut daran, keinen kalten Kaffee aufzuwärmen, sondern das zu genießen, was gerade da ist und dann einen Neuanfang, in welcher Hinsicht auch immer, zu wagen. Das weißt du selbst am besten. Jedenfalls das, lieber Schütze, ist meine Nachricht für dich. Ja, wir sind ganz schön gut weiter jetzt gekommen und haben nur noch drei Zeichen vor uns. Als nächstes kommt der Steinbock dran und ich bin schon sehr gespannt, was ich für dich, lieber Steinbock, gezogen habe. Hier ist die Karte. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem Steinbock-Freund gewitzelt darüber, dass ich für den Steinbock ja zurzeit doch immer ziemlich anstrengende Karten ziehe. Und ja, so sieht es aus. Auch für dich habe ich eine Trumpfkarte gezogen. Und es ist der Gehängte. Der Gehängte ist insofern eine anstrengende Karte, weil man noch immer in etwas verstrickt ist, von dem man eigentlich weiß, dass es ja einem Ende zugeht, man aber noch nicht so wirklich die Perspektive entwickelt hat, wo das hingehen soll mit der nachdem das, was gerade am Sterben ist, gestorben ist. Ich sehe den Gehängten immer sehr gerne als einen Geburtskanal. Wir müssen uns vorstellen, wie dieses ein Baby zur Welt kommt. Noch ist es im Bauch der Mutter und plötzlich wird es da raus manövriert, nicht unbedingt, weil es selbst da rauskommen will und dann ins grelle Licht gestoßen, in ein neues Leben, in sein Leben hinein. Ja, und so ein bisschen fühlt sich der Gehängte einfach an in jeder Situation, ob die nun privat oder beruflich ist. Wir haben noch nicht so richtig eine Idee davon, was wir da entgegengeworfen werden. Wir haben noch nicht eine Idee davon, ob uns das Spaß machen wird oder nicht. Wir haben ein wenig Angst,
Aber die Veränderung, das weiß ich, lieber Steinbock, die ist einfach unaufhaltsam für dich. Also lasse sie zu, lasse los von dem, an dem du festhalten möchtest, denn es wird sich nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt in etwas anderes verwandeln. Der Gehängte ist dementsprechend auch eine gute Karte für die aktuelle Zeitqualität, astrologisch gesehen. Ich wiederhole mich, Pluto, Jupiter und Saturn sind derzeit immer noch in deinem Zeichen. Bald wirst du da ein wenig entlastet, wenn Saturn und Jupiter aus deinem Zeichen herausgehen zur Wintersonnenwende. Aber bis dahin ist hier noch ein bisschen ja die Stimmung, der Geburtskanal angesagt. Sei kreativ und überlege dir, wo es hingehen soll, nicht so sehr, was du hinter dir lässt, und dann wird das eine tolle Woche für dich. Und als nächstes, nachdem ich dir diese Nachricht übermittelt habe, ziehe ich eine Karte für den Wassermann. Sie vergessen zu bimmeln. Beim Wassermann komme ich immer durcheinander, interessanterweise. Auch ein Trumpf. Ja, lieber Wassermann, was soll ich sagen? Der Herrscher. Du weißt einfach, dass du bald die Gestirne beherrschst, wenn Saturn und Jupiter in dein Zeichen gehen zur Wintersonnenwende. Und für dich ist es an der Zeit, wirklich zu erkennen, dass diese Träume, die du hast, und Visionen, du bist ja ein wahnsinnig kreatives, luftiges, ideenreiches Zeichen, ja, dass diese Visionen jetzt mal langsam auf den Boden der Tatsachen kommen müssen. Eine Schwäche von dir ist es, dass all die Dinge, die du da ständig dir erträumst und die du anderen vordenkst, die Trends, die du in die Welt setzt, dass du die selbst nicht immer auf den Boden der Tatsachen bekommst. Und der Herrscher ist ein gutes Omen dafür, dass dir das bald gelingen wird. Du solltest in dieser Woche wirklich schon mal einen Anfang starten, ein Projekt ganz konkret durchplanen und vielleicht sogar den ersten Stein legen. Ja, ich weiß, es ist rückläufiger Merkur, aber das macht gar nichts. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt irgendwelche dramatischen Dinge tun sollst, sondern einen konkreten Grundstein legen, das schadet auch in dieser Zeit überhaupt nichts. Mache das bitte. Und ja, das ist, was ich dir mitgeben kann. Und als letztes für den heutigen Tag habe ich noch die Fische im Programm. Ja, auf die Karte bin ich natürlich immer ganz besonders gespannt als Fischin. Und ich ziehe jetzt mal ganz intuitiv eine Karte. Und hier ist sie. Bin sehr gespannt, was es sein wird. Hoi, wieder eine Münzkarte. Der König der Münzen ist ein wenig ähnlich wie die Karte für den Wassermann. Also schau dir nochmal, falls du das nicht getan hast, alles an, was ich zum Wassermann gesagt habe. Da habe ich den Herrscher gezogen. Der König der Münzen ruft auch dich, sehr verträumtes, verspieltes Zeichen auf, nicht immer nur im Nirvana herumzuschweben, von Grenzenlosigkeit im All zu träumen, sondern hier, hallo Erde, auf dem Boden anzukommen und etwas Konkretes umzusetzen. Eine gute Begleiterkarte, wenn es darum geht, eine Gehaltserhöhung beim Chef einzufordern oder aber selbst in etwas zu investieren. Vielleicht geht es auch darum zu erkennen, dass du da, wo du bist, nicht mehr viel zu tun hast, denn du hast alles erledigt, was es zu erledigen gab. Das kann manchmal bedeuten, dass es Zeit ist, dir eine neue Stelle zu suchen, etwas anderes zu unternehmen mit deinem Leben. Es kann auch darauf hinweisen, dass du bei der Partnersuche einen festen Plan hast, vielleicht sogar einen neuen Menschen kennenlernst, auf den Verlass ist. Ja, das sind alles so Bedeutungen, die mit dem König der Münzen zu tun haben. Finanziell gesehen eine wirklich gute Karte. Das hören die Fische immer gerne, denn die haben es mit den Finanzen nicht so. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende meiner Themen über die Fische angelangt. Summa summarum möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass, wie gesagt, wir jetzt tatsächlich in die dunkle Zeit gehen und dass man besonders gut auch zu Samhain, Halloween, wenn man sowas gerne macht, wenn die Schleier zu der Anderswelt offen sind, gut kommunizieren kann mit anderen Wesen. Das solltet ihr aber möglichst in einem geschützten Raum tun,
Ansonsten habe ich jetzt wieder mit Christopher Weidner, dem Astrologen aus München, mit dem ich zusammenarbeite, angefangen, Videos zu machen, in denen es sich um Astrologie dreht. Wir haben gerade letzte Woche, nein, gestern, oh mein Gott, die Zeit vergeht, gestern haben wir ein sehr interessantes Video über die Zusammenhänge zwischen Merkur und Uranus gemacht. Auch da reden wir über den rückläufigen Merkur, falls dich das interessiert. Schau doch einfach mal vorbei, das läuft auf dem YouTube-Kanal der Geheimnisakademie. Ich habe das natürlich alles verlinkt. Ja, und das war es, glaube ich, für mich für heute. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bitte hinterlasse Feedback, komme mit Anregungen. Es gab zum Beispiel die Anregung, zu erklären, was Aszendent, Mond und Sonne ist. Auch dazu findest du jetzt etwas in den Shownotes dieses Videos. Und ja, ich freue mich total, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich habe ja immer noch mein Jahresziel, bis zum Jahresende 100 Abonnenten zu haben. Und ja, ich hoffe, du hilfst mir dabei. Damit bleibe ich, ja, verbleibe ich.